So, meine Damen und Herren, wir begrüßen, wir ja, genau, ich begrüße euch natürlich hier wiederkommen zurück zu einer neuen Folge von World of Tanks, hier natürlich auf meinem wunderschönen Kanal. Ich beginne diesmal hier, damit man kurzzeitig jedenfalls gesehen hat, was für Gegner oder welche Schiffe Gegner wir haben. Und ich weiß nicht, mein PC fängt wieder an zu lecken. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Genau. Deswegen frage ich auch euch, weil ihr auch es nicht wissen werdet. PC ist 100 GB noch frei. Ich habe noch ein Windows-Update, was zu machen ist anscheinend. Und meine Maus ist munter. Hey, guten Morgen. Ja, ihr kriegt dann gleich was zu essen. Auch vorher muss ich hier erstmal in den Kampf gehen. Wir haben gesehen, wir sind mit der Chikuma drin. Genau. Ich habe immer noch hier die Karte von der Gamescom, von World of Warship, mit 100 mal MKT, 200 Camouflage, einmal MT, 200 Flak, 7 Tage Premium und einem Portslot. Den Portslot nehme ich natürlich gerne. Dazu muss ich aber nicht vor, darf ich nicht vor sein. Guck mich nicht so an, es gibt dann gleich was zu essen. Hast du geschlafen? Das würde mich mal interessieren. Guck mich nicht so an. Das ist gemein, wenn die Mäuse oder die Tiere gemein jemand angucken, wenn man gerade sowas macht. Oh. Ja, Halleluja, aber ziemlich weit, nicht wahr? Und die werde ich nicht treffen. Oh fuck, hier passiert gerade ein Haufen. Ich spiele seit Ewigkeiten wieder, also bitte nicht rumflamen. Das war sogar knapp gewesen. Oh, ich habe einen aufgeklärt. Das habe ich zum ersten Mal. So. Jetzt geht's los, Junge. Jetzt hast du es hier mit dem falschen. Du musst auch mal zur Seite gucken. Da kommt der Menzi an. Oh fuck, Torpedo. Gerade so knapp, ja, Ziele. Jo, nächsten Torpedos, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. Junge, du kannst mich, Junge! Und volle Breitzeit. Alter! What the hell? Okay, gut, das war natürlich nicht gut. Die Schickung war natürlich nicht gut dafür zum Verteidigen. Da gehen wir einfach mal in die nächste Runde, würde ich mal sagen. Natürlich so wie es für Menzi gehört, mit Cut. So, eine Sache sehe ich gerade. Wir haben jetzt zwei nicht verteilte Punkte bei unserem St. Louis, was heißt denn ST mit Abkürzung? Weiß ich jetzt nicht. Schiff. Da haben wir noch unseren Edward Reed. Und dann haben wir zwei Punkte noch zu vergeben. Ich würde mal sagen, natürlich zum Dauer ist das natürlich schon sehr gut, wenn das nicht ganz so lange dauert. Und Beschussalarm gehen wir lieber. Wir gehen jetzt erstmal lieber hier drauf. Wendigkeit, die ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ah, die kostet zwei. Dann würde ich sagen, gehen wir mal lieber auf die. Was gehen wir denn da? Gibt es so viel Notwendiges? Wir gehen lieber hier auf die Ausdauer. Erkennungsanzeige zeigt, wie viele Gegner Zeit mit dem Geschütz auf mein Schiff zielen. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, ab in die nächste Runde mit unser St. Louis. Die muss halt
wieder 5 Stunden. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, Bram. Mach ich deinen sauren Kill mal sofort. Bram. Ja. Und er ist tot. Ich bin gerade oben gewesen und umgeballert worden. Und ich habe nicht die geringste Ahnung von wo. Leute, du bist gerade von mir umgeballert worden. Leute, ohne Scheiß. Wie bist du da hochgekommen? Ich bin die Leiter hochgeklettert. Leute, ich bin jetzt gerade gegenseitig abgeschossen. Bram hat mich umgeballert, ja. Ich bin ein bisschen verlaufen. Oh, das war so super. Das war so ein Scheiß Huhn gekillt, Adi. Das war noch ganz am Anfang, wenn wir so in den ersten Folgen wissen. Da ist die Verhältnismäßigkeit noch viel zu mit eingefügt worden. So, zur nächsten Runde. Wir, wie gesagt, wir sind das St. Louis. Die Gegner haben natürlich, beziehungsweise wir haben auch ein sehr gutes Schiff mit dabei. Die Mayong, oder wie man die auch immer ausspricht. Die haben wir bei, die haben die Wyoming. Und wir haben die Mayong. Die Wyoming habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Aber... Die ist gut. Würde ich mal sagen. Oh, Division. Ja, da haben wir auch noch keine. Oder sind wir auch noch nicht beigetreten. Gut, okay. Wir haben jetzt so ein... Seit wann habe ich denn nicht mal mit der gespielt? Wie lange habe ich denn nicht mal gespielt? Alter, die hat pro Seite hat sie... 2, 4, 6. So, ja, und vorne jeweils eine. Also da kann man richtig, also wenn man richtig hart durchfeuert, ist die doch eigentlich recht gut unterwegs, oder? Wir haben zwar natürlich jetzt ein anderes Ziel, also wir haben jetzt einen anderen Auftrag, zerstöre alle gegnerischen Schiffe oder die Basis und nicht diese drei Basis und die Punkte dazu, sondern ja. Oh, ich wurde entdeckt. Da drin. Ach, da hinten. Jo, dann wollen wir mal... Wollen wir es mal probieren, nicht wahr? Oh, Alter, dieses Gesch... Diese Geräusche. Oh, viel weiter nach vorne. Und... Treffer! Wir gehen gleich hier rüber. Und auf die HE. Ich hoffe mal, ich treffe jetzt ab jetzt. Die sind zwar noch 5 Kilometer entfernt. Oh. 7 Kilometer entfernt. Oh, sie ist jetzt leider getroffen. Oh, Feuer. Jo, ich würde mal sagen, wir sind gerade richtig am Arsch. Erstens, weil unsere eigene Basis erobert wird. Zweitens, weil ich von zwei Seiten befeuert werde. Um den einen kümmere ich mich gerade. Ich hoffe mal, das ist nicht unser Level 4er. Oder was war das? Ja, Level 4 muss es ja sein. Alles klar, hinter mir, fuck! Yo! Ich bin ja richtig hier in der Scheiße. Zwingt mal ein Handy an zu vibrieren, das ist sehr falsch. Sehr falscher Moment. Also ich bin hier richtig gerade in der Scheiße. Ja, tut mir leid, für 24 Sekunden kann ich kein Feuer löschen. Aber ich würde es nicht wundern, wenn ich jetzt sterbe. Na, also hier habe ich keine Chance. Hier habe ich keine Chance, könnt ihr vergessen. Hier sterbe ich wieder, hier bin ich gleich tot. Ich mache jetzt nur noch ein paar Punkte, kannst du sagen.
Aber selbst unser ganzes Team kann hier vergessen, dass wir hier durchkommen. Ich kann für die noch ein paar Pünktchen machen, beziehungsweise hier einen Haufen Schaden machen. Das ist mir nicht wieder auf die HE und nicht auf die AP. Also auf die Nummer... Ach, wie machst du das so ruhig? Diese Ruhe auf einmal. Also unsere Basis wird erobert anscheinend. Oh, fuck. Auf die AP, auf die AP. Also ich bin eh gleich tot, weil ich verbrenne. Aber mit 5000 Punkte brauche ich gar nicht mal anfangen. 4000. Der Brand hat wieder angefangen. Es geht jetzt wirklich nur noch darum, mein Team ein bisschen zu helfen hier. Vielleicht kriege ich noch eine Sekunde im Brand gelöscht, dass ich hier noch 3 Schüsse schießen kann. Wenn hier sogar 4 im Mensch, das freut mich ja richtig. 300, also ein Treffer kann ich noch kassieren. Ein Treffer kann ich noch kassieren, ja. 2 Treffer, das war's. Ich habe mich gut gehalten. Muss man sagen, ich habe mich gut gehalten. Dafür, dass ich Ewigkeiten nicht mehr gespielt habe und mitten im Pull drin war. Also dafür muss man Respekt eigentlich schon durchgeben. Leute, das war's eigentlich schon. 2 Runden, ihr wisst ja, 2 Runden gibt es ja immer von World of Warship, World of Tanks und World of Plans. World of Tanks möchte irgendwie nicht. Deswegen würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr natürlich noch eine Runde sehen wollt. Natürlich nehme ich noch eine Runde auf. Der ist tot und der ist auch am Ende. Da machen wir uns keine Gedanken mehr. Wir gucken mal, vielleicht haben wir die letzte Runde noch gewonnen, was ich auch eher wenig glaube. Da bin ich aber sehr schnell ausgeschieden. Jo, und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mensi. Niederlage, genau. Ciao, ciao.